Beim Firmenbau Koller in Oberburg bei Dittfurt an der Altmühl entstehen unter anderem große RTM-Werkzeuge, aber auch große Spritzgießwerkzeuge, zum Teil in Mehrkomponententechnik. In erster Linie werden diese Werkzeuge in automotiven Anwendungen eingesetzt. Wie in vielen anderen Werkzeugbauten auch, waren bei Koller die Fertigungsplaner bei ihrer Arbeit in erster Linie auf ihren Kopf angewiesen und vielleicht auf ein paar rudimentäre, aber dennoch ausufernde Excel-Tabellen. Dass diese Arbeitsweise nicht mehr zeitgemäß war, das wussten alle Beteiligten und deswegen suchten sie vor geraumer Zeit nach einer geeigneten MES-Software. Warum sie sich dann für das Organisations- und Planungssystem ProLeiss aus dem Haus Tebis entschieden haben und welche Vorteile sie nicht nur für sich, sondern für das gesamte Unternehmen damit realisieren konnten, nun schauen wir es uns an. Die Koller-Gruppe ist ein global agierendes Technologieunternehmen mit Sitz in Oberburg über dem Altmühltal. Gefertigt werden im eigenen Werkzeugbau in erster Linie maßgeschneiderte Spritzgießwerkzeuge, auch in Mehrkomponententechnik, Composite-Werkzeuge, Anlagen und Vorrichtungen nicht nur für die eigenen Schwesterunternehmen, sondern auch für externe Kunden. Hier zahlt es sich aus, dass in der Gruppe Lösungskompetenz aus dem Werkzeugbau und langjährige Erfahrung aus der Serie vereint sind. Koller kann von der ersten Idee über die Bauteilentwicklung bis hin zur industriellen Serienproduktion die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Und zwar weltweit. Grüße Gott, Herr Schmidtlein. Sie sind Produktions- und Fertigungsplaner beim Firmenbau Koller in Oberburg. Herr Schmidtlein, als Fertigungs- und Produktionsplaner in einem Werkzeug- und Firmenbau, was hat man denn da für besondere Herausforderungen? Die besonderen Herausforderungen sind, dass wir immer größere, immer mehr und immer komplexere Werkzeuge bauen und dadurch im Kopf einfach den Überblick verloren haben. Und jetzt mit ProLeiss können wir einfach alles besser darstellen und der Durchlauf, der ist ruhiger und auch strukturierter. Das heißt, Sie planen jetzt mit ProLeiss. Warum haben Sie sich für das ProLeiss entschieden? Weil das einfach in der Gesamtlösung überzeugt hat und keine Standardlösung war und die Prozesse sind auf uns angepasst worden und wir haben uns nicht ans System anpassen müssen. Was ist denn da an euch angepasst worden zum Beispiel? Zum Beispiel bei der MDE. Wir haben eine Maschine mit einer Fahrdrucksteuerung und das ist dann extra für uns programmiert worden und das war eigentlich super. Das heißt, man ist auf eure Wünsche entsprechend eingegangen. Soweit ich weiß, arbeitet Koller in der Beschaffung ja mit SAP. Wie passt denn das zu ProLeiss? Ja, das war auch ein wichtiger Grund, weil ProLeiss und SAP eine Schnittstelle haben. Und bei uns ist der Beschaffungsprozess zum Beispiel im SAP. Und die Fertigungsplanung ist im ProLeiss. Und die Daten werden dort immer aneinander abgeglichen. Und das ist schon praktisch und spart Zeit. Wie kam denn die Umstellung auf ProLeiss hier bei der Mannschaft an? Also am Anfang war natürlich Skepsis vorhanden, aber dann, wenn man das die Leute nach und nach erklärt hat und wenn sie selber damit gearbeitet haben, schätzen sie mittlerweile auch den Mehrwert von dem System. Spätestens dann, wenn Werkzeugprojekte immer komplexer werden, wenn der Spielraum bei Kosten und Terminen immer kleiner wird und wenn sich der Druck immer weiter erhöht, wird es höchste Zeit, den Planer wirksam zu entlasten und zu unterstützen. Denn von einem MES wie ProLeiss hat nicht nur die Planung etwas, die gesamte Fertigung wird transparenter, die Mitarbeiter bekommen alle Informationen, die für eigenverantwortliches Handeln im Sinn ihres Unternehmens notwendig sind. Und es sind alle Daten verfügbar, um etwa mit ein paar Mausklicks dem Kunden Rede und Antwort zu stehen, ob beispielsweise ein früherer Liefertermin möglich ist oder was etwa Änderungen kosten. Ein großes Plus im Wettbewerb um lukrative Aufträge. Eine gute Partnerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass beide Partner aufeinander zugehen. Es war also keineswegs so, dass die Fertigungsplaner bei Koller ihre Arbeitsweise den Strukturen von ProLeiss unterwerfen mussten. Es war vielmehr so, dass sich ProLeiss der Arbeitsweise hier bei Koller angepasst hat. Mit Ausnahme von ein paar wenigen Feldern, und das waren genau jene, die die Verantwortlichen bei Koller in Zusammenarbeit mit den Experten von Tebis Consulting als Optimierungspotenzial ausgemacht hatten. ProLeiss zeigte sich hier bei Koller übrigens auch in Kleinigkeiten sehr flexibel.
in scheinbaren Kleinigkeiten wie zum Beispiel der Einbindung einer Maschine mit FANUC-Steuerung in die Maschinendatenerfassung. Das war so im ProLise bisher nicht vorgesehen. Extra für Koller wurde diese Schnittstelle programmiert, ganz unspektakulär. So sieht eine echte Partnerschaft aus.